Der Künstler Stefan Schmidlin zeichnet im Auftrag des Swisscup Zürich. Die Swisscup-Trophäe entsteht hier in seinem Atelier. Das Planen von wie gross wird, das muss ich genau wissen. Das ist nicht wie beim Töpfern oder so, wo man ein bisschen hernehmen oder wegnehmen kann. Da muss ich genau das richtige Holz haben, dass es dann aufgeht am Schluss. Ich muss wissen, wie gross ist der Ring, wie gross ist das Plexiglas, das ich bestellen muss. Das sind dann verschiedene Sachen, die dann am Schluss alle zusammenkommen und hoffentlich dann, dass es passt. Was ich eigentlich nicht Schiss habe. Das ist die 3D-Version in Originalgröße, geschnitten aus Lindenholz mit der Motorsäge. Feinmotorisch dann die Schnitzerei und Schleiferei. Die Ader hier, das ist ein extremer Aufwand, die zu schleifen. Da kann man nicht einfach mit dem grossen Papier durch, sondern man muss da wirklich jede einzelne, und vor allem hier in diesen Ecken rein, ist es sehr mühsam zum Schleifen. Jetzt kann ich sie eigentlich dann zum Gießen bringen. Jetzt ist sie so weit fertig. Kunstgießerei in Neuheim bei Zug. Hier bekommt das Original zuerst eine Negativform, ein aufwendiger Prozess. Dann erst kann gegossen werden. 750 Grad heiß ist es in diesem Ofen. Das Aluminium, das in die Negativform eingefüllt werden soll, ist am Schmelzen. Das geht aber noch einen Moment, hä? Adrian Sonderegger organisiert für den Swisscup. Er hatte den Stein ins Rollen gebracht. Den Swisscup gibt es seit bald 30 Jahren. Das haben wir nie mehr sagen, wieso das Swisscup Swisscup heisst. Aber dass es kein Cup zu gewinnen gibt. Mit dem Swisscup-Trophäe, die wir in diesem Jahr zum ersten Mal dem Siegerpaar übergeben können, haben wir das wollen und können ändern. Folgerichtig, dass er die erste Adresse für einen solchen Auftrag ist. Immerhin war Stefan Schmidlin selber einmal Kunstturner. Ich habe eigentlich gesagt, ich mache keine so Preise mehr oder so, aber für meine Sportart und so ist es für mich auch noch eine Challenge und eine Freude, auch die Leute wieder zu sehen und auch das Swisscup und so ist ganz eine tolle Sache. Und das ist wirklich eine schöne Arbeit, so eine Zusammenarbeit mit Ihnen. Das Aluminium ist heiß genug. Es wird in die hohle Form aus Keramik und Gips eingefüllt. Wenn alles abgekühlt ist, kommt die sogenannte Gipsschamotte weg. Zurück im Atelier setzt der Künstler die Einzelteile zusammen. Ein Kunstwerk aus Aluminium, Holz und Plexiglas, mannshoch und ohne Sockel rund 10 kg schwer. Ringturner und Bodenturnerin, die dank des Plexiglas zu schweben scheint. Ich finde, es sieht cool aus.